von Nährherzen, das neue Buch von Juli C., die ich ganz herzlich begrüße. Sie haben es ja schon gerade auch so wunderbarerweise getan, Juli, und ich freue mich wirklich sehr, dass wir über dein neues Buch reden können und gleich mal so ein bisschen die Stimmung noch weiterzuheben. Also Unter Leuten ist noch auf der Bestsellerliste als Taschenbuch, irgendwie 6 oder so, ne? Oder 7. Dieses Buch steigt ein, es ist über Harry Potter, wahrscheinlich schon irgendwie Vorbestellung ohne Ende, jedenfalls in der nächsten Woche auf Platz Nummer 12 schon. Bist du da sofort wieder dabei? Also es ist ein wirkliches, ständiges Erfolgsgeschichten erzählen, was wir mit dir hier erleben. Wie fühlst du dich dabei? Ist das eine Sache, die dich auch hebt? Und das Gefühl, dass wunderbar, die Menschen wollen mich? Oder sagst du, gut, Bestseller ist das eine, aber der Anspruch ist ja viel wichtiger, oder? Wie ist das? Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und du auch. Also ich müsste jetzt wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das egal ist oder dass ich da drüber stehe. Das ist natürlich einfach nur geil, ne? Da fällt mir sonst eigentlich nichts zu ein. Ja, und bei Unter Leuten muss ich dazu sagen, als wir uns damals unterhalten haben, da war das Buch gerade erst raus, da war auch gar nicht klar, dass das so durch die Decke geht. Im Gegenteil, es war nicht mal, glaube ich, auf der Longlist oder auf jeden Fall nicht auf der Shortlist. Deutscher Bücherpreis, die haben mich da völlig ignoriert, was dich auch geärgert hat. Auch da warst du sehr ehrlich. Aber es zeigt ja dann auch, es geht auch so. Man braucht das vielleicht. Ja, genau. Also wenn ich selbstbewusster wäre, hätte ich auch von Anfang an gleich gesagt, ihr A-Piep, ich mache das mit den Lesern, ihr könnt mich mal. Aber ich bin halt vom Typ her eigentlich mehr so eins dieser Mädchen, die in der Mittelstufe immer gesagt haben, oh, ich habe bestimmt nur eine 3 in der Mathe-Klausur. Und dann hat sie doch wieder eine 1 minus und alle anderen so. Und ja, so geht es mir mit den Romanen. Ich stehe immer vorher da, ach, das interessiert keinen und das finden die alle doof und dann kriege ich ganz viel schlechte Kritiken. Also die kriege ich ja auch. Aber das Tolle ist natürlich einfach, wenn es dann die Leute lesen. Ja, der Rest ist ja nun wirklich scheißegal. Ja,